Herzlich willkommen hier, zweite Folge auf der Tourkarte. Wir werden mal die Fahrzeuge wieder starten. Und zwar den Milchverkauf vom Stall Richtung globalen Markt. Also mittlerweile die ganze Milch in Demarsch Prinzip schon verfrachtet zur Molkerei. Lohnt sich. Ja. Für Thüringen jedenfalls. So, dann mal kurz schauen, wie viel Village wir hier drin haben. Wir haben noch 476.000 drin. Vom Wetter her zu sehen, wird das eher so kommen, dass ich den Mais wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich als Silage verarbeiten werden muss. Also, ne, anders würde ich gehen. Ich werde mal die Silage jetzt zum BGH fahren, da fällt mir hier den Traktor nehmen. Steht eh rum. Der Tank ist gut gefüllt. Das zu programmieren mal ganz kurz. Fahren wir hier raus. Das ist praktisch ja, ganz kurz das Programmieren. Mal gucken, was wir hinkriegen. Und zwar von Beladen. Genau. Und Abladen. BGH. Natürlich hier umstellen auf die Silage. Wie gesagt, das ist ja so. Ich habe genug. Ich will ja hier im Prinzip, sobald die neue Karte online ist, sofort umziehen. Termin wurde ganz vorsichtig genannt, also wirklich ganz, ganz vorsichtig, ein ganz, ganz dickes Fragezeichen dahinter. Ja, Oktober. So, Oktober ist lang, also sagen wir so, ne? Auf dem Ende. Also, man würde sagen, ganz vorsichtig, ich plane das mal so nicht ein. Man ist doch sicherer, man macht das nicht, das ist besser. So, das läuft auch. Denn dann werde ich mich demnächst auf Maishäckseln einstellen. Das heißt, vom Wetter her, guck mal ganz kurz nach. Also er meldet hier mehr oder weniger durchgehend Regen für heute, dann eine kurze Pause und einen Tag trocken. Ob dann das entsprechend trocken wird, um daraus Mais zu machen, stellt es mal in Frage. Also ich muss es mal ganz vorsichtig einplanen. So, Silage wird mit BGH gefahren. Dann lassen wir den Mist mal hier stehen. Erstmal, die Milch wird auch gefahren. Hier gibt es viel Silage, da müssen wir wegnehmen. Nicht, dass hier unser Traktor hier dauernd Probleme bekommt. Und dann müssen die Tiere versorgt werden. Die haben schon Hunger. Nicht, dass es jetzt tiefrot wäre, aber das ist jetzt leider dringend notwendig. Ne? Wir wollen ja, dass die Tiere gut geht. Ich habe noch keinen Plan, wie ich sie rüberkriegen kann zur nächsten Karte. Ich glaube, ich mache mir erst vorher Gedanken, wenn es soweit ist. Vielleicht kann mir mein Kollege bei helfen. Mal sehen. Wenn er mal Lust und Laune hat, einen Tag mal hierher zu kommen, muss ich mal immer fragen. Er hat ja noch frei die Woche, denke ich mal. Nächste Woche, wo jetzt die Folge kommt, am Montag. Die Woche hat er noch frei. Und nach meinem Wissen beginnt er dann am 24. September. Und hier ist Stau. Das ist ungünstig. Schlecht. So. Was hat der gefahren, ne? Gute Frage. Wahrscheinlich Mischration. Mal Platz machen, ne, dass wir fahren können. Man soll keine Straßen blockieren, ne? Wir können die alle fahren. Sind sie alle glücklich. Was haben wir hier noch an Mischaktion? Die habe ich, glaube ich, gefahren. So. 370.000. Heu ist drin, 429.
Das wollte ich eigentlich noch verarbeiten, die Migration bei Bedarf zum Marsch fahren lassen. Also über den globalen Markt. Thorin verdient sehr viel Geld, da muss man ja sehr viel Saatgut kaufen und Dünger kaufen. Ja, da ist jetzt ein kleines Ungleichgewicht entstanden. Weil da muss ich schauen, dass es hinkriegen, dass es da auch Geld zurückfließt. Ne? Aktuell fließt ja nur Geld hierher zurzeit. Weil ich brauche keinen Dünger kaufen, das ist Blödsinn. Nee, brauche ich nicht. Auch nicht einlagern, das ist Quatsch. Und alles, was ich hier kaufe, muss dann im Prinzip weg sein. Ne? In der Marienkarte wird alles wird anders. Ich sag mal so, ich schließe das mal nicht aus. Ah, stopp, ich muss doch hier noch putzen. Das war heute noch die Silage verarbeiten. Kühe versorgen. Und dann ab morgen zumindest mal die Fahrzeuge klar machen, dass sie abfahren können. Ne? Und dann muss ich Feld Nummer 38 anschließen. Das wäre ja auch noch zu machen. Ne? Obwohl das an sich kein Problem darstellen sollte. Das ist kleiner Problem. So. Bei Stufe 5 geht ganz gut weg, die Silage. Bisschen Silage ist ja noch oben im Silo, aber nicht viel. Ignoriere ich mal jetzt mal ganz kurz. Die kann ich immer noch bei Gelegenheit hier reinfahren. Ich werde auch noch mal gleich mal eine Fuhre Mist reinfahren, obwohl ich werde mal den Fendt nehmen und dann die Tiere versorgen. Ich fahre erstmal wieder ins Trockene, in die Kuhstall. Ich darf mal Ordnung reinkriegen, ne? Da hat nichts im Wege steht. Den Mist fahren wir mal nicht weg, lassen mal die BGA den Platz für die Silage, weil ich möchte keine weitere Silage nach dem Marsch fahren. Weil da habe ich jetzt Silageballen in großen Mengen, das ist so gesehen nicht notwendig. So, gleich mal Wasser geben. Ich habe ja neulich Kellberg gefahren, rüber zum meinen großen Stall. Kühe nehmen langsam an Menge zu, Anführungszeichen, ne? Also nicht an Größe, an Menge. Und muss ich aber jetzt mal sehen, dass ich alle in einen Stall einbringe, dass ich keine vergesse. So, der ist voll. Und dann kurz mal hier gucken, Kontrolle. Hier links ist so viel Futter, da muss ich mal sehen, dass ich irgendwann mal da ja, die Kühe da reinbekomme. Weiß nicht genau, welcher von den beiden Stellen der Milchabteil ist. Ne, wo das, das eine sind ja die Mastrinder und die anderen, so was geht hier nicht. Wahrscheinlich ist es hier vom großen Traktor her ungünstig. Sehr wahrscheinlich, ne? Das heißt, hier werden wir hier einen Punkt verändern. Und verschieben. Mit einem kleinen kann man gut klar, aber mit einem großen. So, werden wir hier die zwei Punkte verschieben.
In die Innenbahn. Wir sind bei der Innen. Ganz leicht. Mal schauen, wer jetzt vorbeikommt. Und wenn nicht, müssen wir da ein bisschen noch weiter schieben. Ein Breitreifen, das ist nicht ideal. Die Frage ist, ob er hier rumkommt, ne? Wird schwierig. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Mal manuell. Und dann mal sehen, ob ich ein bisschen was anders hinkriegen kann hier. Auf diesen Punkt nach hinten fahren. In der Ecke. Und den bis nach da. Muss er den Trigger kriegen, wo er abladen kann, ne? Das macht er zurzeit nicht. Er müsste ein bisschen mehr nach links. Na, erstmal machen wir es so. Dann machen wir es selber. Das heißt, wir kippen selber ab und dann lassen wir fahren. Rückwärts fahren wäre die Option hier gewesen, ne? Aber die gab es da noch, glaube ich, noch nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Können wir ja beim nächsten Mal neue Karte kommt, entsprechend so anders einfahren. Da werde ich die Kurse nicht mehr nehmen, weil viele Stellen halt jetzt, ja, sonst da nicht mehr da sind, ne? Weil Hallen, Lagerhallen und so, das wird ja alles geändert. So. So. Fend. Speichern. Ja. Schön Maisfeld, ne? Es werden mindestens zwei Silos voll. Ja. Oh, ja, Hunger haben sie. Kohldampf würde ich sagen, ne? So, du kannst kein Mischfutter. Anhänger nicht, ne? Der will das nicht. Muss auch nicht. Ich mache jetzt hier Kippe 980. Der passt gerade so rein. Und der hat gleiche Maß, ne? Kippe. Nehme den. Ist im Grunde egal. Habe ich hier ein Lager nach dem Schutter gehabt? Ich glaube ja, aber ich nehme mal hier raus, weil da soll es raus, damit es produziert werden kann. Ne? Ich habe schon viel überlegt, ob ich da hier mal ja, umbaue. Aber das lohnt sich nicht mehr. Ne? Also die Halle müsste eigentlich so ungünstig gestellt, dass ich ganz schlecht mit ranfahren kann mit das wollen wir raus haben. Eher zum einen die Tiere, zum anderen globaler Markt. Das verkaufe ich da. Ich habe noch nicht gestern die Preise nicht angeschaut, aber sollte eigentlich gut verkaufbar sein da. Wir wissen voll, da wird Turn sein. So, hoffentlich kommen wir auch durch. Ne? Das Tor ist ziemlich. Junge! Wirst du mir umbringen?
Aber ich bin also froh, dass es Autodreieck es gibt. Mittlerweile, dass ich sagen kann, oh ja, das ist eine Erleichterung. Ey. Jetzt hätte ich alles alleine fahren müssen, komplett. Und das ist dann schon eine Hausnummer, ne? Ja, aber zum Glück haben wir jetzt jemanden dafür, ne? KI. Wir müssen zwar einstellen, aber gut. Ich krieg jetzt durch. Das sieht so aus. So. Das sieht aus, als wenn ich wieder links gekriegt habe. Kälber. Ja. Bisschen ungünstig, ne? Da hätte ich mir irgendwas baulich einfallen lassen können, dass man da eine künstliche Grenze zieht. Und da nicht runterfahren, ne? Oder gar nicht mal in Versuchung kommen, oder so. So. Dienstag kriege ich mein neues neue Abdruck gemacht fürs Gebiss. Ist leider so. Und dann darf ich mal ein paar Tage ohne sein. Untere Tage jedenfalls. Und nur noch geht nichts mehr. Wieso nicht? Habe ich zu wenig gedrückt? Ich glaube, der andere steht wieder rum. Oder ich weiß es. Nein. Ich möchte doch mindestens hier die Silage verarbeiten, ne? So. Ist ja nicht so häufig, also deswegen machen wir jetzt keinen Kopf. Denn Fahrladung und Ding ist alles. Und da können wir morgen, nachdem ich die Kühe versorgt habe mit Futter und so, mit Stroh, schon mal Gedanken machen mit, ja, dann brauche ich einen Maishäcksler. Einer wird reichen müssen. Und Anhänger habe ich ja genug. Wahrscheinlich brauche ich noch einen zweiten Parameter. Der wird nicht reichen. Muss ich mal schauen, wo ich am besten. Es kommt der andere entgegen, ne? Da habe ich noch nicht dran gedacht. Ah. Muss ich gleich rausfahren. Sonst. Heißt es rückwärts fahren. Und das mag ich überhaupt nicht. Mit einem Traktor und Anhänger. Wohl, das geht noch einigermaßen, ne? Aber. Wie gesagt, das muss ja nicht sein, ne? Ja, Maisernte, das geht mindestens eine Woche, eine Saison. Das wäre gut für einen Livestream vielleicht. Ansonsten ist er auch so ein paar Stunden beschäftigt. Und dann hoffen wir einen Tag mal die Soja machen können. Wird leider die Maisgebisse gekauft, ne? Jo. Leider. Ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch, dass doch noch mal das Wetter mitspielt und trocken wird. Einen Tag. Aber die Chancen sind gering. Einen Tag, das wird nicht trocken. Aber abwarten, ne? Aber so für mich. Die Molkerei auf der Marsch ist nämlich schon voll. Und
Pro, das ist ja der Rest, glaube ich, hier von 200.000. Und dann muss ich mal sehen, dass ich da mal einen Tag produziere. Dann verarbeiten die auch entsprechend, ne? Gut, dann fahre ich anders und gleich mal in die andere Richtung. Man kann da nämlich warten. Oh, der schon angefahren. Oh, Unfall. Und kommt der klar? Jo, hat's überlebt. Ja, die wollte noch ein bisschen Mist reinfahren in die BGH, aber Silage zu verwerten ist immer besser. Wenn nämlich leer ist, auf dem Feld bestimmt mehrere Kubikmeter Silage. Also kriege ich garantiert drei Dinger voll. Das hat mir gedacht. Gut, dann fahren wir gleich Richtung zum anderen Stall. Versorgen die mal. Da dürfte ein bisschen mehr reingehen normalerweise. Zumindest im rechten Stall. Wir fahren auch welche lang. Nicht in die Spur. Hochgefährlich. Ich fahre nämlich zwei. Die Chancen da einzutreffen ist doch relativ groß. Ne? Das wäre schon mal ein Fahrzeug für Abfahren von Mais. Extra gut. Mal sehen, was hier reingeht. Und dann mal ein bisschen Stroh holen. Ich glaube, Stroh im globalen Markt. Im Lager dürfte nicht mehr sein. Und wenn doch, dann fahren wir gleich im globalen Markt. Den machen wir gleich leer, den mit der Futtermischanlage. Oh, Überlänge. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ne, ich würde mich freuen über ein Like oder einen Kommentar. Wäre nett. Es geht um den Algorithmus bei YouTube. Da würdet ihr mir ein bisschen helfen. Das macht praktisch kaum Mühe. Nur einmal klicken und einmal ja, reinschreiben. Hallo, genügt. Das ist vollkommen ausreichend. Das muss nicht mehr sein. Reicht aus. Wenn ihr mehr schreiben wollt, gerne. Gern gesehen. Vorschläge, Ratschläge, Tipps, immer gerne gesehen. Ja, dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Und bis dann. Ne? Tschüss.